Das ist Niederösterreich, das größte Bundesland Österreichs. Es ist ungefähr 19.000 Quadratkilometer groß. Dort leben über 1,6 Millionen Menschen. Die Landeshauptstadt von Niederösterreich ist St. Pölten. Eine Landeshauptstadt ist dort, wo der Landtag und die Landesregierung des Bundeslandes sind. Der Landtag macht die Gesetze, die Landesregierung sorgt dafür, dass sie auch eingehalten werden. Der Landeshauptmann oder die Landeshauptfrau ist der Chef der Landesregierung. Das ist Erwin Bröll, der Landeshauptmann von Niederösterreich. Aber in seiner Partei, der Österreichischen Volkspartei, hat er sehr viel Macht in ganz Österreich, nicht nur in seinem Bundesland. Er ist schon seit über 20 Jahren Landeshauptmann. In Niederösterreich ist vieles merkwürdig. Zum Beispiel wird Religion in der Schule nicht nur in der Rehli-Stunde unterrichtet. Bei den Wahlen in Niederösterreich ist die Partei von Erwin Bröll immer wieder die stärkste. Seit einigen Jahren gibt es dort sogar richtige Stimmzettel vom Amt. Man kann aber auch andere verwenden. Das ist egal, weil auf den richtigen Stimmzetteln steht auch nur eine Partei. Außerdem wählen die Leute sowieso Erwin Bröll, weil sie ganz stolz darauf sind, dass er einmal ein Buch gelesen hat. Es gibt in Niederösterreich auch ein Dorf namens Wiener Neustadt mit einem ganz komischen Landesgericht. Dort werden lustige Prozesse geführt, bei denen die Leute eingesperrt werden, bevor bewiesen ist, dass sie schuldig sind. Wenn sie Ausländer sind, werden sie nachher schuldig gesprochen, auch wenn sie gar nichts gemacht haben. So etwas passiert woanders auch, aber in Wiener Neustadt machen die das absichtlich, weil die Partei von Erwin Bröll das will. Dann werden sie nämlich von rassistischen Leuten gewählt, die sonst eine andere Partei wählen würden, weil ihnen die Partei von Erwin Bröll zu intellektuell ist.